Theater Kanton Zürich, der Podcast. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu unserem Theater-Podcast. Ich bin Mia Lüscher. Und ich bin Michael von Burg. Und heute stellen wir euch die neue Theaterproduktion «Wie der Vater, so der Sohn» von Clément Michel vor. Du bist ein Idiot! Du bist so ein Idiot! Was? Vollidiot! Fettsack! Jetzt du, Papa! Mistkerl! Schwein! Arschloch! Motherfucker! Stück Scheiße! Ohlala, was passiert denn da gerade? Die Journalistin aus dem Stück Cécile Brisard, gespielt von Sophia Pervilac, kann uns das bestimmt erzählen. Ah, oui, bien sûr. Donc je peux vous raconter l'histoire. Bertrand et son fils Alexandre ne peuvent pas en croire leurs yeux. Ah, peut-être je continue en allemand, non? Also, als Bertrand und sein Sohn Alexandre eines Morgens aufwachen, stellen sie fest, dass sie sich im Körper des jeweils anderen befinden. Wie konnte das passieren? Vater und Sohn sind so unterschiedlich. Sie sehen sich fast nie und wenn, dann streiten sie sich die meiste Zeit. Nun, also stecken sie im Körper des anderen fest. Das war doch Ihre Idee, oder, Monsieur Michel? Das Thema habe ich schon immer wieder in Filmen oder in anderen Stücken thematisiert. Aber eigentlich war die Idee, einmal den Körpertausch, diesen Body-Switch, auf dem Theater auszuprobieren. Ich habe mir gesagt, hey, das wurde noch nie gemacht. Es ist sicher auch kompliziert und schwierig. Vielleicht ist es eine sehr schlechte Idee. Aber ich fand die Vorstellung auch sehr lustig, obwohl mir klar war, dass wir keine Spezialeffekte wie im Film haben. Axel, du spielst Figur Alexandre Delorme, der Sohn, der plötzlich im Körper vom Vater steckt. Er sieht also aus wie der Vater. Also die Grundlage ist einfach die, Vater und Sohn verstehen sich nicht. Sie sehen sich zweimal im Jahr und haben ansonsten wenig Kontakt, weil der Sohn das auch vermeidet. Und durch diesen Body-Switch werden sie wie schicksalhaft aneinander gekettet und müssen jetzt das erste Mal, bildlich gesprochen, in einem Boot sitzen und in die gleiche Richtung rudern. Herausforderungen in jeder Hinsicht, würde ich mal sagen. Aber es ist eine Komödie. Klingt erstmal so, aber natürlich ist diese Feindschaft, die sie fast schon haben, eine Klippe, die für den spielerischen Anlass einen super Absprung bietet, weil die Fallhöhe einfach groß ist, die man gemeinsam überwinden kann. Na, der Sohn malt gerade ein Porträt von seinem Vater, der ein Politiker ist und jetzt droht er, das auszustellen. Und der Vater will dieses Bild erstmal sehen, bevor das ausgestellt wird und hat große Angst, wie das aussehen könnte und ist dann auch entsetzt, wenn er es sieht, was das für ein Bild ist. Das ist so der Anfangskonflikt, den die beiden haben. Pitt Arne Pietz spielt den Vater. Ich dachte, dieses Konzept ist lustig. Das hat man noch nie im Theater gesehen. Vielleicht ist es ein bisschen kompliziert, aber nicht wirklich. Übrigens, Alexandre Delorme ist ein Künstler. Noch nicht ganz so erfolgreich, aber ich finde seine Bilder sehr interessant. Er hat auch ein Bild von seinem Vater Bertrand Delorme gemalt. Ach, vielleicht erzähle ich euch noch nicht zu viel davon. Sein Vater Bertrand ist ein ehrgeiziger Politiker im Wahlkampfstress. Vom Typ unangenehmer Bourgeois. Non, il y a des Bourgeois qui sont super sympas. Moi, je suis Bourgeois. Es gibt auch Bourgeois, die sehr sympathisch sind. Ich bin selber Bourgeois. Ich habe die Figur etwas zugespitzt. Bertrand ist zynisch und unangenehm. Aber man spürt, dass seine Freundlichkeit nicht weit weg ist. Schließlich ist er kein Monster. Sonst könnte man ihn gar nicht anschauen. Er ist einer von den archetypischen Charakteren, die ein wenig egoistisch und karriereorientiert sind. Es gibt verschiedene Arten von Bourgeois, verschiedene Arten von Proletariern. Ich versuche, nicht schwarz-weiß zu malen. Es gibt auch nette französische Bourgeois. Das spüre ich. Anlässlich der deutschsprachigen Erstaufführung haben wir mit dem Autor Clément Michel ein Gespräch geführt. Das Spiel mit diesen vertuschten Körpern führt zu aberwitzigen Begegnungen mit Alexandres Freundin Céline, einem Kleinganov Jeremy, den spiele ich, und der Journalistin Cécile Brisard. Auch Bertrands Ex-Frau Anne taucht in der kleinen Wohnung Alexandres unverhofft auf. Anne Delorme wird von der Katharina von Bock gespielt. Anne Delorme ist eine komplett eigenständige Frau in der eher etwas weiteren Hälfte ihrer Lebensmitte und steht auf beiden Beinen und macht, was ihr gefällt. Und weil sie macht, was ihr gefällt und auch ihren Mann verlassen hat, denke ich, war sie natürlich jetzt auch nicht die Vorzeigemutter. Was gut ist an dem Stück, finde ich auch prima, dass der Michel, der Autor, jedwede Moral oder Schubladisierung von wie Frauen sind, so wie sie aussehen, so müssen sie auch verhalten. Das gilt hier alles nicht. Und das gibt natürlich eine große Freiheit und das finde ich spitze.
Die Mutter will am Alexander zum Geburtstag gratulieren und dann steht da plötzlich der Ex-Mann und benimmt sich ein bisschen seltsam. Merkt sie nicht sofort, dass da etwas nicht stimmt? Nein, sie checkt es nicht wirklich, aber sie ist natürlich erstaunt, dass ihr Sohn auf einmal so stoffelig ist und nicht in die Puschen kommt und nicht kämpfen kann und nur egoistisch herüberkommt. Sie checkt es nicht wirklich, aber sie ist natürlich erstaunt und ist sicherlich irritiert, dass ihr Mann auf einmal einen etwas hilflosen, weichen Zug an den Tag legt und noch dazu natürlich total abgerissen aussieht. Ich, der Schauspieler Axel Julius Fündeling, spiele eigentlich den jungen Alexandre Delorme. Und ich tausche mit meinem Vater den Körper. Das heißt, eines Morgens wache ich auf und bin nicht mehr Alexandre. Ich sehe zwar noch so aus, aber ich trage die Klamotten von meinem Vater und der Geist meines Vaters steckt in mir. Die genau Umwelt so aber nimmt mich weiterhin als Alexandre Delorme wahr, weil ich ja nach wie vor so aussehe. Aber sie wundert sich natürlich, warum ich zum Beispiel jetzt auf einmal einen Anzug trage, der eigentlich nicht meiner Figur entspricht. Und bei Pitt ist es andersrum. Ich bin plötzlich wieder Sohn, bin so ein bisschen schlaff und bin der Künstler. Wir spielen beide den Vater und beide den Sohn. Und wenn wir das einigermaßen gut machen, sind das nur zwei Figuren und nicht vier, sondern wir versuchen, den Vater möglichst gleich zu spielen und den Sohn auch möglichst gleich. In ihren Eigenschaften, in ihren Besonderheiten auch. Genau. Gestik, Mimik, Haltung. Das Spezielle daran ist ja, dass die Umwelt mich als Künstler wahrnimmt, ich aber ein rechtskonservativer Politiker bin auf einmal. Und je nachdem, wer anwesend ist, also wenn wir zu zweit nur sind auf der Bühne, dann wissen wir ja um diesen Tausch und können damit ganz offen umgehen. Während wenn andere Personen da sind, meine Freundin, meine Mutter, also seine Ex-Frau, dann müssen wir eine andere Rolle spielen quasi. Also wir müssen dann wirklich so tun, als ob wir der andere wären, weil das zu absurd wäre, ihnen zu sagen, wir haben jetzt gerade Körper getauscht. Das komplexe Rollengeflecht der beiden Hauptrollen Vater und Sohn macht diese Komödie zu einem besonderen Theatererlebnis. Rüdiger, du hast das Stück inszeniert. Wie kompliziert war die Arbeit, die mehrfach wiederholenden Körperwechsel glaubhaft umzusetzen? Das war am Anfang so, dass jeweils der andere auch mal die Rolle des anderen gelesen hat, damit man so Töne abgenommen hat, wusste, wie der andere das spricht, wusste, wie der andere sich körperlich damit beschäftigt. Und insgesamt haben wir geschaut, weil es ja eigentlich so ist, dass der Vater den Sohn prozentual ja viel, viel mehr spielt als umgekehrt, dass man dann immer geschaut hat, was passt dem einen, was passt dem anderen, und haben vor allem viel gestische Sachen, körperliche Sachen dann einfach zusammen voneinander abgeschaut. Also für mich war es, ich glaube, das ging uns allen so, beim ersten Lesen, so auf dem Papier versteht man es erstmal nicht. Man muss wirklich unglaublich viel Leistung reinstecken, um das Ganze zu verstehen. Und während der Proben, ich hatte manchmal das Gefühl, ich stehe wie in einem Spiegelkabinett und laufe gegen eine Glaswand, an der es einfach nicht weitergeht, obwohl ich den Weg sehe. Und dann war es eine große Herausforderung, natürlich im Team gemeinsam das zu ordnen und klarzukriegen, was der Autor will, damit wir es so einfach wie möglich auf die Bühne kriegen. Und das Einfache ist in diesem Fall ziemlich schwer. Was uns von Anfang an klar war, ist, was man im Film immer so herrlich mit einem Schnitt lösen kann, nämlich Umzüge, dass das uns wirklich sehr, sehr herausfordern wird. Weil da hat der Autor immer geschrieben, dass die dann einfach auftreten, aber was hinter der Bühne dann abgeht, während sich da umgezogen wird und wer da alles hilft und wie schnell das gehen muss, da müsste man mal die Kamera draufhalten, aber dafür haben wir ja auch schon Nackter Wahnsinn inszeniert und da sieht man das ja auch dann von hinten. An Nackter Wahnsinn hat es uns öfter auch erinnert und auch die Art, wie wir immer wieder proben und immer wieder sagen müssen, nein, jetzt rutschst du in die andere Figur, schau, dass es der Vater bleibt, schau, dass es der Sohn bleibt. Das war sehr viel Arbeit und ich bewundere wirklich die beiden, Pitt und Axel, für diesen Parforce-Ritt, weil es erfordert so eine wahnsinnig hohe Konzentration und gleichzeitig soll es ja dann leicht aussehen und selbstverständlich sein. Und wie die beiden da mit mir zusammen geackert haben, das fand ich ganz, ganz hervorragend.
Ich glaube, ich würde sagen, es ist die herausforderndste Rolle seit langem tatsächlich. Es war für uns beide, glaube ich, eine riesengroße Herausforderung, erstmal klar zu kriegen, wer bin ich jetzt gerade und warum und was bedeutet das für mich und für die Umwelt, die uns wahrnimmt. Ja, also ich frage mich schon grundsätzlich, wer bin ich eigentlich selbst als Pitt? Und dann muss ich noch den Vater spielen und dann muss ich noch den Sohn spielen. Da komme ich schon ganz schön durcheinander. Und was dann natürlich auch noch eine Herausforderung war, war mit den ganzen sozusagen normalen Figuren, also der Freundin, der Ex-Frau und Mutter, der Journalistin und auch mit dem kleinen Ganoven Jeremy umzugehen, die ja natürlich immer konfrontiert waren damit, dass sie ja auf einmal Personen gegenüberstanden, die sie dachten zu kennen, weil sie die Körper natürlich kennen, aber die Person im Körper nicht mehr wiedererkannten. Und das war, habe ich immer den Kolleginnen und Kollegen gesagt, reagiert da groß, ganz normal. Also wie es wäre, wenn ihr die Leute kennt und auf einmal denkt, ich erkenne sie nicht wieder. Und gleichzeitig war die Regieanweisung dann immer für Vater und Sohn, möglichst stressfrei zu schauen, wie man Normalität behauptet. Obwohl man natürlich in der größten Not ist, wenn man in einem anderen Körper ist. Um dann in den Zweierszenen, wo niemand Drittes beteiligt ist, dann wieder klar zu sagen, ey, wir stecken so dermaßen in der Scheiße und was ist mit uns passiert und was ist mit uns los? Also so schwierig sich das jetzt erstmal alles anhört, wenn man es sieht und wir es gut machen, dann ist es leicht zu verstehen. Ich habe eine Szene mit meiner Frau, aber ich spiele jetzt die Rolle des Sohnes. Das heißt, ich habe mit meiner Mama eine Szene und plötzlich will meine Mama mich flachlegen. Und da kriege ich Probleme. Ich mag diese Frau. Sie hat ihn aus dem Haus geworfen und das auch noch ohne zu jammern. Sie sagt sich, ich brauche ihn einfach nicht. Sexuell gab es nichts auszusetzen. Erinnerst du dich, Bertrand? Wir haben das Kamasutra gut durchgenommen. Weißt du noch? Das Waffeleisen. Bertrand, du standst doch so auf das Waffeleisen. Oder die Schubkarre. Oh, Bertrand. Oder der glühende Wacholder. Bertrand. Oh Gott, Bertrand, mach mir den glühenden Wacholder. Das wär's gsi mit dem Podcast vom Theater Kanton Zürich zum Stück «Wie der Vater, so der Sohn» von Clément Michel. Es spielen Pitt Arne Pietz, Axel Julius Fündeling, Katharina von Bock, Marie Gesin, Michael von Burg und Sophia Pervilak. Regie Rüdiger Burbach. Bühne und Kostüme Beate Fasnacht. Licht Patrick Hunka. Dramaturgie und Podcastproduktion Wolfgang Stockmann. Interview mit dem Autor Sophia Pervilak. Regieassistenz Sibel Zinsli. Sie hat auch das Interview mit dem Autor ins Deutsche übersetzt. Und noch ganz wichtig: Schaut mal auf der Internetseite www.tkz.ch, welche weiteren Stücke auf unserem Spielplan euch noch interessieren können. Das Ensemble und alle Mitwirkenden hinter und auf der Bühne freuen sich auf euren Theaterbesuch. Wir wünschen euch anregende und unterhaltsame Stunden im Theater Kanton Zürich. Auf Wiedersehen. Tschüss miteinander. Au revoir. Et à bientôt.